Hallihallo, Hallöchen an alle Phoenix-Freunde. Da wären wir wieder nach einer klitzekleinen Pause von, weiß ich nicht, 2-3 Wochen, ich habe keine Ahnung. Und wir machen einfach mal weiter. Mike ist immer noch angeklagt und Mia saß bis jetzt in Untersuchungshaft und irgendwie weiß keiner genau, wer eigentlich der Mörder sein soll. Wir haben auch keine Ahnung. Und alles deutet auf Miles hin, aber der kann es ja eigentlich nicht sein. Und ist er nun unschuldig oder ist es nicht? Oder ist er einfach nur doof und blöd? Und warum haben eigentlich unsere Mandanten immer Geheimnisse vor uns? Ah, ihr seht schon, Fragen über Fragen. Spannende Fragen. Wir machen einfach weiter jetzt. Ja, sie ist wohl noch immer wegen mir enttäuscht. Ich sollte sie lieber in Ruhe lassen. Ja, wir lassen sie einfach in Untersuchungshaft. Das ist doch mal eine Idee. Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich da das letzte Mal schon präsentiert habe und was nicht. Und deswegen... Deswegen machen wir das einfach nochmal, weil ich habe keine Ahnung. Meine Mutter, genau, deine Mutter. Ja, es war wohl nicht richtig, ihr das Foto von ihrer Mutter zu zeigen. Ja, du möchtest Gordy sehen. Ja, das glaube ich dir auswort, aber Gordy möchte dich nicht sehen. Das ist Pech, ne? Das passiert im Leben. Okay, ihr scheint nichts anzufallen. Wir gehen einfach weiter. Ich bin leicht orientierungslos, aber das soll euch nicht stören. Oh, aber es geht ab. Oh, Eingang. Heute sind nicht so viele Polizisten da. Stimmt. Ey, wo kommst denn du jetzt hierher? Ne? Wo kommst denn du her, Mädel, ne? Ich hab dich doch in der Untersuchungshaft hab ich dich doch gelassen. Und die Kaution, die der gute Malz bezahlt hat für dich, die habe ich selbst eingesteckt. Sie sind wohl im Revier. Ja. Die arbeiten mal was. Dick auch. Oh Gott, nein, nein. Die kennen wir doch. Oh, Hilfe, Lockenkopf ist wieder da. Was haben wir jetzt wieder verbrochen? Ja, erbrochen haben wir viel. Ja, sehen Sie, ich habe das nachgedacht. Ein wenig Selbstreflexion, Ion, sozusagen. Was, echt? Das hast du jetzt erst erkannt? Ey, du bist so ein kluges Mädel, ey. Schiebt dir ihre Perücke zurecht. Ja, du hast wirklich losgeschnattert hier. Du möchtest es wieder gut machen, ey? Du willst es echt wieder gut machen? Dann verzieh dich. Und hau einfach ab. Verzieh dich aus diesem Prozess. Ehrlich gesagt, habe ich es fast nur getan, um sagen zu können, ich war mal Zeugin. Also das nenne ich mal Karriere geil. Ja, hey, die ist voller Selbsterkenntnis, die Frau, oder? Ärger ist noch nicht mal ein Ausdruck von Ärger. Ja. Ja. Das lasse ich jetzt mal gänzlich unkommentiert hier. Ja, jetzt weißt du das. Toll, ne? Du, ja, wenn ich das nächste Mal Zeugin bei einem Mord bin, ja, davon kann man ja ausgehen, ne? Wenn man Teil eines Videospiels ist und so. Ach, was soll's. Richtig. Okay, Gordy. Was ist aus Gordy geworden? Ey, wir stellen nur doofe Fragen heute. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Schau dich mal das Gesicht an. Jetzt wird sie sauer. Oh. Was, echt? Die Flammen des Gordy-Fiebers. Wow, die Flammen des Gordy-Fiebers. So werde ich dieses Video nennen. Die Flammen. Ja. Wir werden eine kometenhafte Karriere starten. Auf geht's, Mädchen. Mädchen? Was? Ist sie nicht älter wie du? Ah. Ich wäre das auch gern. Ja, nach 1 kommt 2, ne?
Wiedergutmachung. Los, wir fordern mal ein. Lauf eine Runde um den See. Los, deine Jogge über den See. Das wäre doch mal was. Oh, sie ist schon wieder so böse drauf. Was? Sie hat Informationen für uns. Wir lechzen doch geradezu nach Informationen. Hechel, hechel, hechel. Er damit los. Was? Dieser von Karma wollte nicht, dass ich etwas darüber sage. Aha, das wollte er doch schon mal nicht. Um was geht's denn, Mädel? Wir kommen zum Kern der Sache. Also zum Kern auf der Sach. Auf der Sing. Auf der Fall. Ich dachte, wir könnten einen kleinen Tausch machen. Boah, schaut euch die an. Die will uns erpressen. Die will einen Tausch machen. Ein Pakt mit der? Nö. Die nennen das Erpressung. Ich nenne das echt. Das ist doch echt. Das ist doch Erpressung. Das ist doch keine Video. Ja, ja, Lotta hat es schon ausgefuchstes Weibchen. sie schlägt einen Tausch vor, um ihrem Patzer vor Gericht wieder gut zu machen. Ja, da bin ich echt, also hin und weg bin ich da. Informationen gibt's nicht im Sonnengebot, mein Freund. Ja, das musst du mir ausgerechnet sagen, ja. Ja, wie wär's denn mal mit Menschenliebe, das heißt Nächstenliebe oder so? Wie einfällig, diese Landeier. Oh, die hat ein echtes Problem mit ihrem Landleben. Oh, nein. Ich hab doch gar nichts gegen die Landbevölkerung. Ey, Mann, ich wohne doch selber auf dem Land. Sind wir im Geschäft oder nicht? Boah, die ist echt ausgefuchst, die Frau. Was machen wir jetzt? Ah, jetzt sind wir eben im Geschäft. Jetzt haben wir eigentlich... Wir haben doch überhaupt keine Wahl, oder? Ah, jetzt muss ich mir anders noch aussetzen, Alter. Also haben wir gar keine andere Wahl. Genau, sag ich doch hier eben, ne? Wie viel? Was? Sind bei Ihnen jetzt sämtliche Schrauben locker? Wie viel jetzt? Ah, ich beraube doch keine Arme. Danke. Darf ich das jetzt wenigstens persönlich nehmen? Die einzige Fährige. Ja. Also das ist schon nicht schlecht hier. Hören Sie gut zu. Ah, flüster mir ins Öhrchen, Püppchen. Über Gordy Information. Ha, die Hosen, die fische ich vom Meeresgrunde, aber so kurz mal, ey. Gordy gibt es nicht. Ich meinte, möglicherweise existiert Gordy doch gar nicht. Ach, Phoenix, du musst pokern. Was? Wir sollen beweisen, dass es Gordy nicht gibt? Ja, wunderbar. Ach, wunderbar. Ah, toll. Ey, die ist ausgefuchst, hey, ohne Ende. Jagd nach Gordy, nach einem Phantom? Jetzt müssen wir hier auch noch Kinderträume zerstören. Oh, toll. Und wie sucht man nach einem imaginären Ungeheuer? Das haben wir auch gerade eben gefragt. Ein Experten? Oh, komm, wir hauen ab hier. Das ist ja mal echt, das ist ja mal voll demotivierend, ja. Was macht der gute Larry? Was ist das? Oh! What the fuck? Der Stil-Samurainik! Oh Gott, nicht schon wieder. Er ist zurück. Hey, wo ist nur dein tolles, sexy Kostümchen hin? Was machst du da? Das war die Idee von meinem Mädel. Kishans. Wenn du das hier ausstellst, wäre das irgendwie richtig cool. Toll. Mit dem Spruchband? Was für ein Spruchband denn? Das ist ja richtig toll. Ah, toll. Ob das gut geht, Larry? Und die Serie ist jetzt vorbei. Oh nein, Holfland. Deshalb hat sie sie umsonst bekommen. Okay, Larry. Ach süß, schaut mal, wie er mit seinem Händchen hier rumwackelt. Was ist mit der Schuld passiert? Warum schreist du mich an? Ich sag nichts mehr.
Okay. Ich weiß aber nicht, wie, ob jetzt unsere Aussichten stehen. 1 zu 1 Milliarde oder so, wie immer. Ja, hast du was von seiner heimlichen Schwäche gewusst? Er hat Angst vor Erdbeben. Oh, er benimmt sich dann wie ein kleiner Junge. Und an dieser Stelle machen wir Stopp, Leute, denn die Zeit ist schon über. Ich sage danke fürs Zusehen und bleibt dabei. Adiamos.